Nein, ehrlich? Ehrlich? Nein, ehrlich? Oh. Sieht man mich da jetzt? Ja, oder besser was? Nicht so nah. Du bist jetzt hier, um mich anzupissen, oder was? Tim, du darfst nicht so genau gucken, weil du darfst jetzt nicht sehen, wer was kocht. Schnauze! Wer ist so? Du darfst sehen. Ja, wer war das? Kulinarisch gesehen seid ihr ja eher unteres Mittelmaß. Also das Video nimmt eine unerwartete Wendung. Das war alles nicht geplant. Tim Mälzer kocht gegen Bernd, ich bewerte. So ein Ding ist das nämlich. Ja, der mag asiatisch nicht gerne. Hä? Der hat den Hänsler-Burger besser bewertet als mein. Halt's Maul. Okay, das habe ich nicht gewusst. Sahne im Burger? Würdest du ein Praktikum hier machen, das wäre jetzt beendet. Ich zeig euch mal, was kochen ist hier. Holle, hol dir deinen Scheiß selber! Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid. Heute mit dem guten Bernd wieder am Start hier. Was geht? Ne? Ey, in Hamburg, deine City. Ja, geil. Und es regnet. So kennt man es ja. Bernd weiß heute gar nicht, worum es geht. Komm hierher, hast du gesagt. Ja, komm hierher. Und ich habe jetzt eine Überraschung für dich. Ihr habt es im Titel ja schon gesehen. Ich werde es jetzt aber nochmal erklären. Manchmal langt der Titel nicht, um das deutlich zu machen. Dein Können ist heute gefragt, Bernd. Oh. Denn wir machen heute 500 Euro, wer Bernd Zehner im Kochen schlägt. Oh. Das heißt, ich muss ran, oder was? Du musst ran. Da weiß auch niemand Bescheid. In der Bullerei weiß niemand Bescheid. Es kann sein, dass wir jetzt noch woanders hingehen müssen, weil wir sind beim Restaurant von Tim Mälzer, die Bullerei. Ich frage jetzt spontan einen Koch und sag zu ihm, pass auf, 500 Euro, wenn du Bernd im Kochen schlägst. Tritt er zwei Runden gegeneinander an. Unter Vorbehalt, ne? Bernd hat es natürlich maximal schwerer. Maximal schwerer. Ja, ja, mir geht gerade der Stift. Der kennt sich da null aus. Der weiß nicht, was für Produkte da gibt. Gar nichts. Einfach Karriere zerstören. Will. Ja, ja. Oder traust du nicht? Ja, doch. Ja, doch. Ja klar. Ja, ja? Wir versuchen einfach. Wir gehen rein, keiner weiß Bescheid, vielleicht dürfen wir nicht mal filmen. Bernd, da hast du nicht mit gerechnet. Ne? Nein, du aber ein bisschen Arschwasser hast du jetzt, ne? Bisschen? Willst du mal gucken? Ja. Ja, weil ihr müsst auch so denken, Bernd kocht immer schön, zeigt, alles gut schmeckt, keiner probiert. Wenn das jetzt heute richtig Katastrophe ist, Bernd, oi, 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 dann ist aber schnell kein Schießen. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, Digga, also Karriere zerstört. Gucken wir mal. Moin. Na, ist der Alex da, der Social Media Kollege. Vielleicht kannst du ja mal gucken. Und sonst nämlich auch jeden Koch, den du am Start hast, weil wir haben was Besonderes vorbereitet. Vielleicht kennst du mich, ich war ja schon öfter hier drehen jetzt. Und dann werden wir was Geiles drehen heute bei euch. Ja? Okay, danke. Digga, was ist der Taktik? Ne, wir drehen was Geiles bei euch. Mhm. Aber ihr müsst halt den Fettsack in eure Küche lassen. Der wird sich an eurem Mise en Place bedienen. Und einer von euren Köchen, den können wir noch richtig alt aussehen lassen heute. Guter Vorschlag. Der Bernd kocht ein Gericht, was ihr auch hier habt, der macht das besser als ihr. Und dann seht ihr ganz schön scheiße aus. So, also wir mussten Kamera ausmachen. Aber wir müssen einen Moment später wiederkommen, wenn Mittagsgeschäft zu Ende ist. Jetzt machen wir erst nur für Bernd ein Video. Vielleicht veröffentlichen wir sogar am gleichen Tag, wenn wir es schaffen. Aber kann ich nicht versprechen. Das ist krass. Und ich zeige Bernd ein paar Burger hier in Hamburg. Ja, und das kommt dann auf deinem Kanal. Schaut gerne mal vorbei. Ja, und dann sehen wir uns gleich hier. Ich merke schon, Bernd, du hast, der geht der Stift. Ja, ich überlege halt, was da. Weil ja. Ich habe schon mal Speisekarte studiert und so. Ne? Ja. Also als du gesagt hast, wo der Treffpunkt ist, einfach mal so zu gucken, was da so abgeht. Und die sind ja echt breit aufgestellt. Mhm. Ne? Die machen ja irgendwie so von allem das Coolste. So, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Konzept hier. Ja. Ich bin echt mal gespannt, ob wir nachher einen Kollegen finden, der da Bock drauf hat. Ja, bestimmt. Ich habe aber gerade gemerkt, ich kenne ja Bernd ist immer frei raus. Ich habe eben gemerkt, er ist ein bisschen in Gedanken so, ne? Ja, weil ich gehofft habe, dass einfach Nein sagt. Ja, weil es lieber einen Burger gegen jemanden braten. Ja, ja. Okay. Okay, Leute, das wird gleich lustig. Sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind am Start, Bernd. Wir haben die Zeit gut überbrückt. Und eins wollte ich dir noch mal sagen, ne? Denk immer daran, Bernd. Der Einzige, der was zu verlieren hat, heute bist du. Ja. Vielen Dank. Das nimmt mir ein bisschen Druck raus. Aber ey, ich bin echt gespannt. Und vor allem, ey, ich hoffe, dass einfach der schwächste Lehrling Bock auf mich hat, so, weißt du? Wir gucken mal, ja. Die wissen ja gar nicht, worum das geht. Aber ich muss immer wieder zu sagen, Bernd hat keinen Heimvorteil. Bernd spielt mit einem gebrochenen Bein und einen Hoden statt zwei. Und, Sieht man das? Ja. Ey, guck dir das mal an, Digga. Was ist das denn? Oh, geil, ey. Wenn du Eier hast, leckst du dran ist. Du würdest einfach so einen Kirschturm abbeißen, ne? Guck dir das mal an, ist das ein schönes Restaurant einfach auch? Das ist geil, ja, das ist geil. Guck mal, alle schon vorbereitet hier. Kann der nicht einfach bei dir, der müsste doch bei dir im Wohnzimmer stehen, hier, sag mal ehrlich, so ein Ding. Der würde schon der bocken, müsste einfach bei dir im Wohnzimmer stehen. Wir können das nachher im Rucksack vom Kameramann mit rausnehmen. Oder in der Hose hätte ich auch noch Platz. Ja, da auch, da ist bei mir sehr viel Platz noch. Ja, klassisches Holle-Video, was soll ich euch sagen? Oha, oha. Moin, ihr Lieben, grüß euch. Hi, mein Lieber, grüß dich. Na, alles gut? Ja, alles gut, danke. Ich habe gleich ein Attentat auf euch vor. Wie viele Köche hast du gerade da? Neun sind, glaube ich, da.
9 sind gerade da. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe einen kleinen Wettbewerb und euer bester Mann muss gegen Bernd antreten. Wir spielen heute 500 Euro, wer Bernd Zehner im Kochen schlägt. Das heißt, wir werden zwei Runden machen. Eine mal Pasta, aber eine schnelle Pasta, 15 Minuten irgendwas, was nicht in der Karte steht. Und dann werden wir noch eine Runde machen, einfach Burger. Aber auch ein Burger, der nicht in der Karte steht, mit euren Sachen, die ihr am Start habt, den Buns, den Fleisch und muss dann halt irgendwie zaubern, irgendwas auf die Schnelle, was Kreatives. Ich werde die Gerichte bekommen, bewerten, aber weiß nicht, von wem das ist. Und wenn ihr gewinnt, kriegt der Koch, der gegen ihn antritt, 500 Euro. Kriege ich die 500 eigentlich, wenn ich gewinne? Natürlich nicht. Such dir einen aus, der Lust hat. Ja, alles klar. Dann fragen wir drüben. Oh, hier ist aber auch eine Geräuschkulisse, sorry dafür. Hi, mein Lieber, grüß dich. Und? Hast du Bock auf eine Competition? Hast du Bock, nein, Geld zu gewinnen? 500 Euro kannst du gewinnen jetzt. Nee, ich will nicht. Willst du nicht? Okay, dann suche ich jemand anders. Ja. Danke, dass du Nein gesagt hast. Danke. Ja, ich suche jemanden, der Eier hat. Hat jemand von euch Eier? Nein. Hat keine Eier? Ja, hier. Willst du kochen, ja? Ja, ich erkläre dir nochmal, worum es geht. Ja? Ich sag dir ehrlich, wenn ich hier reingucke, der sieht am gefährlichsten aus. Der sieht gefährlich aus, der sieht echt gefährlich aus. Also, es geht darum, ihr werdet zwei Gerichte kochen. Einmal Pasta, einmal Burger. Schnelle Pasta, aber 15 Minuten, wenn nicht auf die Minute, aber ein schnelles Ding. Ich esse das, bewerte das, weiß nicht, von wem was ist. Wenn deine Gerichte von der Punktzahl insgesamt besser sind als die von Bernd, kriegst du 500 Euro. Okay. Ja? Okay. Was bist du, Sossi hier? Ja klar, ich bin Digga. Ja? Ja, natürlich. Was ist Sossi? Ja, der ist fürs Fleisch und für die Soßen zuständig. Ah, ehrlich? Oha. Und wenn der Melzer ihn das machen lässt, ne, dann muss er es können. Ja, muss ich nur. Was ist so unter den Test gekommen bei Melzer? Hat er persönlich getestet bei dir? Nö. Geil, dann let's go. Vielleicht wird gar nicht so viel aus der Küche zu hören sein, nur die Food-Szenen, weil da mega laut ist. Wir gucken, aber die werden auch ihren Senf dazugeben. Ich werde jetzt am Tisch entspannt warten. Wir machen Uhrzeit. Nach 15 Minuten, wir machen Start und dann muss auf dem Teller stehen, aber du musst ihn vorher einweisen, dass er weiß, wo er ist. Also vielleicht ein paar Zutaten. Zutaten solltet ihr beiseite legen, weil sonst ist es für Bernd noch unfair. Und Pfannen, Töpfe, keine Ahnung. Ja, das krieg ich schön. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal alles Gute und viel Spaß. Danke, ja, und ich bin ganz gespannt. Bernd, was hast du gerade für Gefühle? Was geht dir im Kopf gerade vor? Digga, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe jetzt hier, sag ich mal, was die Pasta betrifft und so, da bin ich schon, weiß ich noch nicht. Burger habe ich schon eine Idee, was ich mache. Ich glaube, es könnte dir auch ganz gut schmecken. Werde aber was Extravagantes machen. Bei der Pasta habe ich jetzt noch keine Ahnung. Und der Junge sieht auch gefährlich aus, sag ich ehrlich. Bernd, du wolltest eben noch was sagen zu Martin. Ey, guck mal, ich habe ja tatsächlich recht gehabt. Ich habe Martin gefragt, wie alt er ist. Er ist 23 Jahre alt. 23. Das heißt, ich bin schon länger Koch, als er Jahre alt ist. Ja, Digga, also du hast ab. Ja, du verkackst einfach. Nach dem Video kann meine Karriere auf YouTube einfach beendet sein. Alles vorbei. Aber ich liebe es. Leute, er hat trotzdem noch Eier. Es ist alles hier auch natürlich ein bisschen Show. Okay, aber bis an welchem Punkt ist das denn Show hier? Das ist wirklich die Schamarschwasser, Digga. Natürlich gewinne ich. Geil, oh, riech mal. Oh, Wahnsinn. Können wir das jetzt schon mal gleich fix machen, ne? Wenn der das nicht gewinnt, ne, machen wir das im nächsten Laden auch, da musst du den Taui locker machen. Wenn du gewinnst, dann machen wir, wer schickt zuerst Bernd 10er, okay, dann geht's im nächsten Laden um 1000. 15 bis 20 Minuten Pasta, ihr müsst gleichzeitig das Ding servieren, mir da hinstellen, das kriegt ihr hin. Und dann würde ich sagen, let's go. Genau, ich bin schon auf der Zutatensuche. Ich habe schon so eine grobe Idee. Habt ihr ein paar Pilze am Start zufällig? Wir haben Pilze da. Oh ja, perfekt. Shiitake ist gut. Seitlinge. Champignons. Nee, Champignons, die kleinen geilen Champignons nehme ich. Ich will, Holle, einfach eine Pasta machen. Mit so ein paar Pilzen, ein paar Rindfleischstreifen, weil ich glaube, der mag ja gerne so Beef auch und so. Das reicht jetzt auf jeden Fall mehr als ausreichend. Dankeschön. Und ich habe gerade gesehen, hier steht Pommery-Senf. Vielleicht mit ein bisschen Sahne, ein bisschen Pommery-Senf, weißt du, so was Nettes und obendrauf ein bisschen Kresse. Ich glaube, viel mehr wird es gar nicht brauchen, um ihn glücklich zu machen. Ne? Bei mir wird es einen Tee geben von der Ente mit einem Ravioli, einem Entenravioli. Burger wird auf jeden Fall kein klassisches Patty, sondern ein lackiertes Short Rib, das dann zerzupft wird mit einem Brot-Coleslaw und einer geilen Soße, aber nicht zu viel. Ich bin und wird auf jeden Fall lecker. Ich werde keinen klassischen Burger machen. Ich nehme ein Stück Rindfleisch, schneide Streifen draus und mache so eine Art Bulgogi-Burger mit so einer Bulgogi-Marinade drauf. Und ja, ich kenne ja Holles Vorlieben, von daher verrate ich nicht, was da noch so passiert.
Ja, das ist auf jeden Fall sind die Zutaten für mein Pasta-Gericht. Die Idee dahinter ist, dem Holle natürlich das zu geben, was er gerne mag. Ne? So ein schönes, saftiges Stück Fleisch finden wir, glaube ich, sehr, sehr geil. Wir haben hier eine tolle, hausgemachte Pasta. Das sind so kleine Hahnkämme, die sind krass. Und ich versuche es mal. Nicht jeder mag Estragon. Ne? Das ist das, was in der Sauce Bernays beispielsweise diesen intensiven Geschmack gibt. Und ich will eine Soße machen mit ein bisschen Schlagsahne, eine gute Jus hier aus dem Haus. Da durfte ich mich am Mise en Place bedienen. Ich lösche das alles mit ein bisschen Weißwein ab und dann versuchen wir da so schön mit ein bisschen frischen Pfeffer ranzugehen und sowas. Einfach lecker, schmackig und da oben drauf noch so einen gegrillten jungen Brokkoli. Das sieht immer geil aus, schmeckt ganz gut. Ich bin ganz guter Dinge. Aber der Kollege hat auf jeden Fall auch viel vor. Von daher einfach wird's nicht. Meine Zutaten sind Brühe von der Ente. Die wird dann aromatisiert mit Thymian. Und dazu gibt es einen Ravioli, der gefüllt ist mit einer Entenfarce und Entenkonfit. Genau, das war's. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein bisschen feiner als bei mir. Ja? Ich muss ein bisschen grober rangehen heute an die Sache. Aber Bock drauf hätte ich natürlich auch. Ne? Okay, dann los geht's, Martin. Good luck. Ja? Ja, insgeheim hoffe ich, dass du sie holst, aber ich kann mir natürlich auch nicht die Blöße geben. Ne? Nein, definitiv nicht. Okay, dann los. Ja, let's go. Ja, total. Du hast normalerweise natürlich so fixe Handgriffe. Ne? Da steht immer mein Öl, hier steht immer mein Ding. Ich würde zum Beispiel niemals mit so einem Ding in der Pfanne rühren eigentlich. Aber jetzt ist es halt so. Ne? Und ihr seht ja, Martin hilft mir tatsächlich sogar noch ein Senfglas aufmachen hier. Also von daher Kollegialität auch im Wettbewerb. Ne? Das muss aber so. Jetzt sind wir schon an dem Punkt. Und ein bisschen Weißwein ablöschen. So, jetzt haben wir so ein bisschen Senfaromen damit drin. Ich glaube, das könnte ganz geil kommen, naja. Ja, aber auch nicht. Ich meine, wir machen ja keinen Döner hier. Weißt du, wie es ist, ne? Also ich riskiere ein bisschen was, ne? Ich will natürlich mich mit meinem Burger so ein bisschen abheben von dem klassischen Ding. Das kann natürlich auch richtig in die Hose gehen, muss man sehen. Ja, klar. Alles gut, ich habe ja da jetzt nicht so viel. Ich glaube, das nehme ich gleich ein bisschen. Wenn wir mehr Zeit hätten, ne, hätte ich das Filet natürlich sous vide gemacht und ein bisschen noch nachgebraten mit Aromaten und so. Aber jetzt muss halt mal quick and dirty gehen. Ja, genau. Jetzt sind wir hier an dem Punkt, wo die Soße so ein bisschen einreduziert ist. Und dann geben wir noch ein bisschen von der Schlagsahne dazu, damit das so eine schöne cremige Nummer wird gleich. Guck mal, was eine schöne Farbe hat auch, ne? Ich fange schon an zu stottern, Digga. Das ist auf jeden Fall, Pressure ist da, ich sag's euch ehrlich. Da sagt der heute Morgen zu mir, hey, komm doch mal in die Bullerei. Und ich denk, geil, gutes Mittagessen, habe ich mir gedacht, so, ja? Siehst du, wie der mich fertig macht, der Junge. So, noch ein bisschen Estragon. Ich fühle das halt sehr, ich weiß halt nicht, wie Holle da drauf abgeht, ne? Oder hast du vielleicht ein Stückchen Butter für mich parat hier? Oh, ja. Ein guter Entremetier hat es immer am Start. So, wenn dann gleich die Pasta fertig ist, kommt die da rein. Wir geben nochmal Power drauf, damit geschwenkt, Teller. Hört ihr das? Das ist schon der Timer. Ich bekomme noch hinterher geputzt, habt ihr das gesehen? Wenn der Decke hier schon alles in Schutt und Asche legt, ne? Geh Risiko ein jetzt. Es gibt noch ein bisschen mehr
Estragon. Was haben wir noch? 2 Minuten oder so, oder? So. Ja, ne? So. Ah ja, auch noch gut in der Zeit. Er fühlt sich so siegessicher. Nee, so tatsächlich nicht, nachdem ich das sehe. Naja, es ist einfach wie zu Hause gekocht, ne? Ist einfach lecker. Ja, da bin ich gespannt. Bist du noch guter Dinge jetzt, wo du meinen Teller auch gesehen hast? Ja, schon noch. Aber das ist tatsächlich würde ich da auch sehr gern von probieren. Scheiße, ey, da macht sich einer das so leicht von euch beiden und nimmt da einfach so eine Ravioli. Jungs. Geile Schärfe. Schmeckt so ein bisschen wie eine Senfsoße. Perfekte Schärfe, auch für jemanden, der jetzt nicht immer richtig hart scharf ist. Da musst du auch mal aufpassen, wenn du kein Schaf isst, dann haut dir jemand das darauf. Feierabend mit dem Gericht. Erstmal reinschmecken, dass ich von allem so einen kleinen Eindruck erstmal habe. Super gebratenes Fleisch. Super gebraten. Mega zart. On point, so wie ich es mag. Ich weiß ja jetzt auch überhaupt nicht, wie es gemacht wurde, wer es gemacht hat. Der Teller erstmal kurz, perfekt gebratenes Fleisch. Schön, wirklich, ich mag es genauso, wie es hier ist. Zart, nicht zu roh, denn es ist manchmal dieses Wabbelige im Mund, das mag ich. Ja, manchmal ist es auch gar nicht verkehrt, aber so, ist, wie es hier ist, ist perfekt jetzt für das Gericht. Geile Senfsoße, du merkst die Frische, du merkst die Kräuter. Brokkoli ist on point. Knackig, schönes Salz von außen noch. Es ist einfach natürlich schwer, das dagegen zu stellen. Wer bringt jetzt den Move und haut dir einfach, sage ich mal, Ravioli hier auf den Tisch, die spitze sind, Brühespitze. Das ist Thymian. Frischer Thymian, aufgekocht in der Brühe. Das macht so viel aus. Frische Kräuter benutzen, du hast ja nicht diese billigen Trockenkräuter drin, die manchmal auch was können. Wer mich kennt, weiß, ich mag ja auch Basic. Ich muss noch mal einmal reinlangen. Schön selbstgeröstete Zwiebelringe werden das ja auch noch sein. Ein schön deftiges Aroma. Schön tief im Geschmack. Nicht verbrannt, nicht zu roh. Also das ist wirklich ein sehr gutes Ding hier. Da müsst ihr noch mit Fenchel gearbeitet haben. Das habe ich so oft in letzter Zeit. Diese kritzige Note da drin, das scheint im Trend zu sein. Also wir bewerten ja nicht, wer hat das aufwendigere Gericht gemacht, sondern wer hat das bessere Gericht gemacht. Und deshalb muss man in seine Kategorie schauen, wie gut ist dieses Gericht in seiner Kategorie, wenn ich in die Karte gucke und bestelle mir ein Basic-Gericht. Oder ich gehe in die Karte und bestelle mir so ein Gericht. Und eine Brühe habe ich auch noch nie gegessen. Gericht Nummer 1 kriegt von mir. Ich kenne das Gericht so nicht und ich glaube, der gehört auch nicht mehr zu. Und ich glaube nicht, dass man da jetzt noch sagen dürfte, sollte. Machen wir mal hier nochmal eben Creme Fraiche rein und hier nochmal Kräuter drüber und dies und das. Das Gericht ist basic und ich glaube, es ist genau richtig so. Das kriegt von mir 8,7 Punkte. Das Gericht, oha, ist ebenso on point. Und in dieser Kategorie, und ich bin keiner, der chronisch Nudelesser ist und Nudeln bestellt, aber das würde ich jederzeit wieder bestellen, kriegt von mir sogar, oh, scheiße, ey. Dem muss ich sogar eine 9,2 geben. Eine 9,2.
Jetzt dürft ihr sagen. Ich muss er muss sagen, was glaubst du denn, wer was gemacht hat eigentlich? Also ich habe es in deinen Ausdruck eben gesehen. Und rein vom Hineinphilosophieren, aber ich hätte ja auch getäuscht werden können. Ne? Ich hätte jetzt natürlich gedacht, dass es deins ist, weil das so dieses Buhl asiatisch. Ne, das hast du drauf und ja, er kennt sich aus in der Küche, er nimmt sich hier natürlich Fleisch, macht irgendwas, geht wild rein. Hat wahrscheinlich das genommen, aber ich konnte es nicht mit Bestätigung sagen. Ich habe letztendlich trotzdem einfach so bewertet, wie es mir... Also du sagst, ich die Ravioli, er die Pasta? Ja. Ja, komplett andersrum. Komplett andersrum. Nein, ehrlich? Ehrlich? Nein, ehrlich? Oh. Nein, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Komplett andersrum. Oh. Warum machst du denn so ein Basic-Gericht hier? Weil das Gericht, also die Brühe ist komplett von mir und der Ravioli ist eine Zusammenarbeit mit meinem Küchenchef. Echt? Und deswegen habe ich genau diese Pasta genommen. Ich habe so gezählt, das ist ein brutales Gericht. Ne? Also die Pasta ist perfekt. Ja, sieht total so gut. Ich habe mich eben die Brühe probieren lassen. Ich dachte, okay, brauchst du gar nicht und mehr raus. Und es ist tatsächlich, also die Ravioli ist Ente. Ente sogar? Das ist eine konfierte Entenkeule, die dann gezupft wird. Ja. Und dann aus Aprikose, Zwiebeln so eine Marmelade gekocht wird, die dann da drunter gemischt wird. Schön irgendwie weihnachtlich und damit reinkommt. Welt. Krass für mich, ne, was du für einen feinen Gaumen hast. Ja. Weil die auch mit dem Thymian. Guck mal, weil du weißt ja selber, die Leute. Nur am Ende einmal kurz aromatisiert mit dem Thymianstrauch. Durch. Thymian durchgerührt. Ne? Stark. Krass, weil die Leute auch, man hört das ja oft, Dönerkanne, Burgerkanne, aber der hat ja keine Ahnung vom Fressen. Das ist ein Irrglaube. Aber das ist wirklich nur parfümiert. Ja. Ne, da ist ja nicht ein Stück Thymian drin in dem Ding, sondern der hat einfach mit dem Thymianwedel umgerührt. Überleg dir das mal. Geil. Das ist wirklich krass, also das spricht für deinen Gaumen. Danke, danke. Auf meiner Seite hast du leider ein bisschen falsch gelegen. Ja, war keine Senfsoße? Doch, es ist eine Senfsoße, krass, das hast du natürlich sofort. Ein Löffel Senf drin nur, ne? Also das ist eine ganz feine Geschichte. Ja. Dann hast du noch mal gesagt, es schmeckt nach Fenchel und nach Lakritz. Ja. Und das ist beides falsch tatsächlich, es ist Estragon. Damit habe ich mich so ein bisschen auch aufs Glatteis begeben, weil ich habe es auch in der Küche mehrfach gesagt. Ja. Und ich habe zum Schluss noch mal mehr Estragon reingemacht, weil ich es mag. Es gibt aber auch Leute, die riechen es und schieben Teller weg. Ne? Also ich wusste nicht, das war jetzt auf jeden Fall von mir ein hohes Risiko, muss man klar sagen. Habe ich nicht gedeutet, muss ich eingestehen, aber ist auch irgendwo ähnlich. Kann man den Fehler machen? Ja, na klar. Ja, das ist jetzt gerade Lakritz und Estragon, das kann man schon mal irgendwie übereinbringen. Ja. Ne? Wobei, okay. Aber auch nochmal zu den Ravioli. Ich habe mich nicht herangetraut zu sagen, was da drin ist, weil ich gemerkt habe, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, Ente. Aber auch die Füllung, das ganze Ding war on point, super stark. Super stark. Sehr gut bewertet. Ne? Also 8,7 ist sehr selten, gerade bei so einem Gericht. Ne? Also würde ich jederzeit wieder bestellen. Heftig, Alter. Aber ihr habt mich geflasht, Mann. Ihr habt mich geflasht. Bernd, auch du, wirklich. Ich kann mich nicht erinnern, so einen geilen Nudelteller gegessen haben. Wirklich. Und ich wusste nicht, dass es deiner ist. Das ehrt mich. Vielen Dank. Geil, Mann. Also gehen wir jetzt in Runde 2 Burger, aber ist doch alles drin. 0,5 Punkte sind nichts. Das ist gar nichts. Dann gehen wir in Runde 2, Mann. Gehen wir in Runde 2. Also 0,5 Punkte Abstand. Nur für Martin ist alles drin. Ich bin heiß wie Frittenfett. Auch wichtig nochmal, ne? Nicht was in der Karte ist. Ihr müsst beide irgendwas wählen. Gerade du. Er weiß ja nicht mal, was in der Karte ist. Und ich will gar nicht groß labern. Ich wollte nur Ansage machen. Also viel Spaß bei Runde 2. Jetzt gibt's Burger. Sojasauce. Sojasauce, gut. Bravo. Jetzt noch ein Löffel Auslandssoße, gucken wir mal und dann sind wir da schon ganz gut dabei. Perfekt. Was haben wir denn gegessen? Ja, fast, aber ich habe Alternativprodukte und es gibt einen Spruch, den jeder kennt, alle Köche sind beschissen. Die sie nicht zu helfen wissen. So ist es. Ich fülle meine Soßen ab, die dann zusammenkommen. Da ich schon ein bisschen Rotkraut mariniert mit Salz und Zucker. Feldsalat, Speck. Genau. Sieht man mich da jetzt? Ja, oder besser was? Nicht so nah. Das ist das gleiche Problem bei mir. Ja, also Tim ist spontan dazugekommen, Leute. Tim wird auch jetzt in der Jury kurz performen. Ich bin auf Zinne. Bist du auf Zinne? Oh, ich bin auf Zinne. Ich werde die zerpflücken. Also Dieter Bohlen gegen mich ist eine katholische Nonschüler. Du musst aber so sehen, wenn du den einen zerpflückst, das ist dein eigener Mann. Der kocht ist auch für dich. Ne? Erste Runde kann ich ja so schon mal spoilern. Hat er gute Arbeit gemacht, aber hat verkackt gegen meinen Mann. Hat er? Ja, ja. Und ich wusste halt nicht, wer, was du nehmen willst. Dein Mann? Ja, das, Bernd ist mein Mann. Das ist mein wie Pferd. Dein Mann? Mein bestes Pferd im Stall. Wirklich, dass du bist jetzt hier, um mich anzupissen oder was? Nee. Haben die Battle gerade? Die haben Battle, aber die kochen nichts außer Karte. Dementsprechend ist dir nichts anzuhaften. Das hast du ja nicht überprüft. Wie viele Runden machen die? Das ist jetzt die zweite und danach kommt noch eine dritte. Aber muss nicht Dessert sein, die dritte? Nein, ich bin jetzt wenn nicht der, so. Wenn der andere da die Pfeife da in der zweiten hat, dann trete ich in der dritten. Also. Machst du? Ehrlich? Ja, das wäre geil. Das wäre heftig. Komm,
Wir gehen noch mal rein. Ich darf aber nicht, wir dürfen noch nicht sehen, wer was macht. Das ist jetzt wichtig. Tim, du darfst nicht so genau gucken, weil du darfst jetzt nicht sehen, wer was kocht. Schnauze. Nee, nee, ist so, du darfst nicht. Dann guck doch da nicht hin. Nein, du darfst nicht in die Richtung gucken. Wo ist der Hobbykoch da? Ganz ehrlich, das letzte Mal, dass ich so ein Monster gesehen habe, das war beim Film Die Wanderer. Ja, ja. Das stimmt ja leider nicht. Herr Melzer, schön muss sein. Zu seiner Verteidigung, er ist schwanger, ne? Das muss man dazu sagen. Ja, mit Elefantenbaby. Das finde ich geil. Macht scheiß Wasser, scharfe Messer, habe ich wohl die Rotze raus. Und Tim sagt jetzt schon, wenn sein Mann in der nächsten Runde verkackt, dann kocht er in der dritten Runde gegen dich. Wir machen nämlich noch eine dritte Runde. Also ich, aber hier. Mal, ohne Spucke. Nee, ich glaube, er macht dich platt. Er macht dich platt, Tim. Ja. Ich habe ihn extra gewaschen heute Morgen. Ne? Was ist denn die Aufgabe? Die Aufgabe ist ein Burger, ein Pastagericht. Ja. Ja, übrigens der eigene Mann. Kläglich versagt, eben muss man bleiben. Bei der Pasta? Bei der Pasta tatsächlich. Wirklich? Ja. Nein, er hat vernünftig war. Kündigung. Bei der Pasta? Ja, aber Digga, ich bin der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Aber wenn du den probierst, wäre es eine 10. Das ist wirklich so, weil kulinarisch gesehen seid ihr ja eher unteres Mittelmaß. Der hat so wehgetan, Bruder. In unserem Alltag wird das Bücken nach unten. Mhm. Also zum niederen Bereichen der Qualität. Guck mal, wird immer schwieriger. Ich komme hierher. Qualität verlieren. Ich komme hierher, ess von Tim den Mittagstisch, einen Burger. Was macht der? Ein Burger mit Tzatziki drauf. Griechisch, verstehst du? Ja, griechischer Burger. Griechisch. Ja, aber muss ja schmecken noch. Wir schauen, ob dein Mann jetzt wieder verkackt. Dann machen wir jetzt eine Burgerrunde. Ja, also wie gesagt, mein Mann verkackt nicht. Der lehnt sich weit aus dem Fenster, ne? Ey, ich glaube, der ist einfach nur stolz und proud auf die Jungs, die hier rumstehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe weit über 100 Küchen in meinem Leben gesehen, in denen ich selbst mitgearbeitet habe. Und allein von der Lautstärke, von der, das muss man auch mal sagen, mhm, Arschlecken jetzt, ne? Wie die sich bewegen, wie es hier aussieht. Das ist die Wahrheit. Wie die sich hier bewegen, die Lautstärke. Das ist einfach, das ist geordnet. Da fragst du, wo du ein Stück Butter macht, der so zieht raus, zack, da ist das, weißt du? Die sieht jetzt die Audi mit der aus, die muss das wieder nicht. Oh, nie einer gewinnt. Ja? Nie einer gewinnt. Also, eigentlich sieht er so ein bisschen aus wie ein Hilfsprojekt von Jamie Oliver. Der Bodyguard. Der ist aus der Hilfsstation ausgebrochen heute. Ja, komm, dann starten wir los. Wenn wir hier in den frischen Bereich reinkommen, ne? Macht keinen Sinn. Das Beste vom Personalessen und dann noch drei Stufen drunter, das ist das Niveau, auf dem er was beurteilt. Und er muss dazu sagen, bin ich froh, dass er mich nicht kennt, Bruder. bitte dreifach Salz, weil der raucht so viel Kippen, der spürt sonst nichts. Tim, du redest groß, er kocht für dich, du kriegst die 500 Euro trotzdem. Er macht Burger. Ja, ist so, du laberst so groß. 500 Euro? Ja, ja, wenn du gewinnst, kriegt er 500 Euro. Ja. Komm, ich koch für dich. Ja. Ich muss es. Du verkackst gegen meinen Bernd. Ich sag dir, du verkackst gegen meinen Bernd. Wie du meine Karriere beendest einfach heute, weißt du? Wenn du Tim Melzer jetzt weghaust, dann bist du der Boss. Ja, dann klar. Bist du der Boss. Weghauen, dafür muss ich mal aufs Kinn schlagen, aber im Kochen wird's eng halt. Ja, mein bestes Pferd im Stall, du machst das. Du machst das. Geil. Also das Video nimmt eine unerwartete Wendung. Tim Melzer kocht jetzt gegen Bernd. Zufälliges Ding, also das war alles nicht geplant. Tim Melzer kocht gegen Bernd, ich bewerte. So ein Ding ist das nämlich. Du musst doch mal sagen, was wir jetzt hier machen. Das ist ja Blödsinn hier. Da, was ein Burger. Burger ist Brot, ein bisschen Fleisch, schön angebraten, Smash, wenn es geht. So, jetzt sind die hier beide so ein bisschen am kreativen Idiotenkram zu machen. Nee, wir machen jetzt wirklich einen Wettbewerb auf Augenhöhe. Ja. Kleine Kreativität. Nicht übertünchen. Du weißt genau, was dem Holle schmeckt. Du weißt genau, dass der... Der mag asiatisch nicht gerne. Hä? Der hat den Hänsler-Burger besser bewertet als mein. Halt's Maul. Okay, das habe ich nicht gewusst. Und da kam kein Saft raus. Das war offensichtlich TK. Das war erschlagen von dieser Teriyaki-Soße. Und dann hat er auch noch gesagt, das war auch noch gut. Gut. Durch den Bildschirm wollte ich ihm so... Das darfst du auch machen in live. Der kann das vertragen. Der ist auch so frech, der... Ja. Der mag knusprig, ne? Gut, let's go. Wir machen beide einen Cheese Smash Burger oder einen Smash Burger. Das ist egal. Kannst du machen, wie du willst. Okay, dann mach ich's doch. Dann mach ich's doch wie geplant. Keine Sojasauce. Oh Mann, ey. Zeig doch mal, was kochen ist hier, Söhne. Halbe Stunde rumgelaufen, Zutaten geholt für mein Rezept. Jetzt darf ich sie nicht benutzen. Und ich muss mich noch verpissen. Das hat er gesagt. Ich wollte schon längst ein Video mit Tim drehen und habe ihn schon tausendmal gefragt. Und es hat irgendwie nie geklappt. Und heute hat der Betriebsleiter, weil die waren da auch involviert anscheinend in die Thematik, als wir da waren, hat den Tim angerufen und gefragt, ob er dazukommen will. Und dann ist er deshalb spontan dazugekommen. So ist das Ganze entstanden. Und jetzt gibt es gleich Burger. Ich warte hier die ganze Zeit, ihr müsst euch so vorstellen. Da kochen die. Ich darf da ja nicht richtig reingucken, weil ich nicht weiß, wissen darf, von wem welcher Burger kommt. Und ich chill hier und warte die ganze Zeit. Ich bin heiß wie Frittenfett. Okay, dann kommt die Hälfte von dem Scheiß hier wieder weg und wir holen uns anderen Scheiß. Ja, perfekt. Ich räume nur meine Zutaten wieder zurück, ne? Dann machen wir mal einen richtigen Wettbewerb hier. Ich wusste heute Morgen auch noch nichts davon, ne? Ich auch nicht.
Ich habe gerade eingekauft, dann habe ich nur die Idiot im Laden. Ja, ja. So, ich brauche ein bisschen geriebenen Parmesan. Digi, wenn wir das verlieren, kriegst du 500 von mir. Ich werde wohl nicht gegen so einen Food-Influencer verlieren. Quatsch. Da irgend so ein Hajo-Pai da, so ein dahergelaufenen aus dem Internet. Hau ab da, du sollst auf die andere Seite gehen, dir nicht das Beste hier abgucken. Also das ist jetzt dieselbe Situation wie Melzer Hensler liefern ab. Da guckt der andere auch bei mir mal ab. Macht Sojasauce drüber und gewinnt die Rotze. Könnte ich denn so ein tolles Temelzer-Messer auslösen? Selbstverständlich. Was brauchst du denn? Wofür? Ach, es ist egal. Ich kann mit allem alles. Vielen herzlichen Dank dafür. Käuflich zu erwerben übrigens auch. Ist egal, wie das hier heute ausgeht. Gewonnen habe ich eh schon. Das ist das Ding, ne? Brauchst einen Schluck Öl? Ist nicht da. Musste suchen gehen. Jetzt wird es relativ klassisch werden, auf jeden Fall. Und ich versuche so ein bisschen so diese so Fastfood-Burger. Weißt du, was ich meine? So, ich will jetzt gucken, dass ich Ketchup-Mayo kriege. Einfach frische Zwiebeln, Tomate, Salat unten drunter. Schönes gesmashtes Patty mit ein bisschen Cheddar oben drauf. Ciao, miau. So, Löffel, 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 Löffel. Ich mach klassisch. Ich mach genau die Aromen, ich mach nichts extra dazu. Weil ich finde, das soll die Herausforderung. Weißt du, jetzt Sojasauce drüber zu ballern oder irgendeinen anderen Scheiß, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Guck mal, wir machen das jetzt sehr unterschiedlich. Er macht jetzt Schmorzwiebeln. Ich bin da kein Fan von. Ich mag das Zwiebeln auf die Griddelplatte, halb roh angebraten, das Hackfleisch richtig rüber reindrücken, die Zwiebeln reindrücken, dass du auch ein bisschen diesen rohen Flavor noch hast. Tomate, Salat, Käse, Brötchen, Chicken. Salat, schnell einen Krautsalat, braune Butter, Chili, bisschen Knoblauch. Weil das hat ja hier der Idiot da draußen, der nachher das Essen beurteilt. Der war ja hier schon mal zum Testen und hat sich ja wirklich darüber beklagt, dass die Frische des Produktes ihn irritiert hat. Also hat er damals gegen anderen Kontrahenten von mir. Standen wir im Battle und er hat halt den Burger bevorzugt, der nach nichts schmeckt. Ich gehe jetzt hier wieder Risiko, weil ich bin nochmal Purist. Warum soll ich Fleisch zubereiten, wenn es nach Sojasauce schmeckt? Das macht keinen Sinn. Da steht ein brauner Zucker. Warum brauner Zucker? Weil wir keine Zeit haben. Brauner Zucker wegen der Vitamine oder was? Hau dir eine in die Schnauze, ey. Wir karamellisieren die Zwiebeln jetzt ein bisschen. Also mit euch jungen Leuten, euer Problem ist, ihr glaubt immer fürs Internet kochen zu müssen. Musst du aber nicht, du musst fürs Herz kochen. Ja, verstehe ich. Ich würde dasselbe behaupten. Ja, was soll da? Hier, Burger Battle, Burger Battle. Spicy Chili Soße, Mirin, dann hier ein bisschen Essig. Dann haben wir hier noch Sesamöl, Sojasauce. Hier nochmal irgendeine komische Paste, eine fermentierte Würzpaste. Sahne. Sahne im Burger? Ja, vom ersten Gericht noch. Rutsch mir die Hand aus, du. Rutsch mir die Hand aus. Würdest du ein Praktikum hier machen, das wäre jetzt beendet. Du krankes Schwein. Machst du Senfgurke rein, du Feigling? Ja, ne? Ich bin natürlich extrem souverän. Vor der Kamera, mir alles egal. Aber mit ihm nebendran, Hut ab. Hut ab. Aber ich gebe trotzdem alles. Ich gebe alles. Krieg ich auch ein Stückchen Butter für das Bann, oder? Einmal mach ich mal vor. Der sagt, schon ist er am Nachtmachen, du. Ja, natürlich kannst du Butter haben, mein Räuber. Das ist gut. Ja, wie weit bist du denn? Ja, ich hab noch nichts gemacht, außer Zwiebeln. Digi, ich bin kurz vor fertig, anrichten, komm. Hopp, hopp. Also, wie viele Follower hast du da und erzählst ihnen, dass du der Geilste bist, in 3 Minuten Zeug zusammenlumpen mit Sojasauce? Komm jetzt! Es gibt Menschen, die behaupten, dass Tim Melzer der beste italienische Koch in Deutschland. Hallo, hab ich gekocht oder was? Es gibt Leute, die behaupten, ich wäre der beste asiatische Koch, deutsche Koch in Deutschland. Ich kenne wenige Leute, die sagen, dass du Koch bist. Das verbindet uns ja. Hast du das gelernt? Ja, na klar. Vor knapp 30 Jahren. Also du hast eine Ausbildung gemacht, aber hast du auch was gelernt? Ich behaupte ja. Ich hatte das große Vergnügen, mit Gerd Käfer gemeinsam noch
also vom Großmeister des Caterings zu lernen. Wollte ich gerade sagen, Gerd Käfer ist auch nichts anderes als Käsewurstplatte, was der Metzger auf dem Land um die Ecke macht. Mittlerweile ja. Nur teurer. Deshalb mache ich solche Sachen nicht, weil danach habe ich wirklich gar keine Freunde mehr. Können wir nicht vielleicht unsere Brötchen gemeinsam in dieser Pfanne? Nein, das ist ein Wettbewerb. Also da war der Martin auf jeden Fall kollegialer. Ja, aber das ist der Grund. Okay, kann ich ein Stück Butter haben, bitte? Ja, hol's dir. Nimm mal Anlauf und versuch einen Meter hier zu schlittern. Wird nicht funktionieren. Bedeutet kein Glatteis, bedeutet kannst selber laufen. Wollen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, was er mir als Butter übergelassen hat, ja? Nur, dass es nicht heißt, wir hätten hier irgendwie mit denselben Produkten kochen dürfen, ja? Wir holen ja schon neue, ist entspannt dich doch, was ist los mit dir? Ich sag euch ehrlich, ich glaube, er macht schon einen großen Fehler. Er macht zwei Patties, macht der Holle Mensch. Hast du eine Cocktailsoße gemacht? Warte mal ab. Welcher Burger braucht denn eine Cocktailsoße? So, wie lange brauchst du denn da noch? Es geht los. Bis zum Rand. Nicht nur in der Mitte bauen, ne? Weil bei einem Test wird immer von der Seite gegessen auch, ne? Flüsterst du da hin oder was? Meinst du, glaubst du wirklich, dass ich dir was abgucke oder was? Sehen wir gleich. Legen wir rundherum welche. Weil da habe ich auf jeden Fall klare Vorteile. Weil ich weiß, wie es läuft. Digga, wir machen zwei Burger, ne? Was? Einen? Ja, ich ein, du ein. Das macht zwei. Oh Gott, ihr Influencer da. Das ist doch. Mann! Haben nebenbei 8 Leute beschäftigt und rauskommt belegtes Brötchen mit Hackfleisch. Während die einen noch kochten, räumten die anderen schon die Küche auf. Und jetzt reißt du die Fresse auf, ne? Die ganze Zeit veränderst du hier meinen Rhythmus. Nee, ich habe ja gesehen, was du gemacht hast, jetzt bin ich siegessicher. Das ist so eine dumme Sau. Brauchst du sowas? Nee, wofür? Smash kannst du mit einer Hand essen. Meinen kann man mit einer Hand. Ach, ey, das mag der Holle gar nicht. Das ist mir egal. Ich koche ja nicht für den Holle, weil dann würde ich einmal nur Hack auf Brot legen. So, ich koche für das interessierte Publikum. Ich wusste ja, dass ihr im Netz echt viel Scheiße labert. Aber dass ihr mehr Scheiße labert als ich, Respekt. Holle, hol dir deinen Scheiß selber! Schwein, ne? Ich stand da eben auch wie ein Schüler, wusste nicht, was ich sage. Ich komme mir vor wie ein Lehrling. In der Tat machst du es ja wirklich. Du beschreibst ja sehr gut und dezidiert in deiner Ahnungslosigkeit. Und das muss man akzeptieren. Ich bin Meister im Beschreiben, das muss man sagen. Und egal, ob ich jetzt Experte bin oder nicht, auf dem Burgergebiet, das ist mein Zuhause. Ne? Und da muss ich natürlich jetzt knallhart sein. Wir haben uns eine Challenge gemacht. Beide Smash, beide Cheese. That's okay. Das ist gut. Man muss ehrlich sagen, er hat die Regeln neu definiert eben. Ne? Also ja. Muss man so sagen. Er hat gesagt, wir machen beide einen Smash-Burger mit dem Twisting. Weil er da schon wieder mit Merino und Sojasauce kam. Und da ich ja weiß, wie du auf TK-Fleisch mit Sojasauce stehst, habe ich gesagt, nee, mein Freund, das läuft nicht. Wer weiß, zum Schluss muss es schmecken. Einfach. Mir ist scheißegal. Aber TK schmeckt halt nicht. Das habe ich nicht gemerkt. Du hast so einen schlechten Burger gemacht, dass er schlechter war im TK. Das hast du geschafft. Ich habe ihn nicht gemacht. Und beleidige meine Leute nicht, sonst fliegst du raus, Digga. Ich habe Hausrecht. Der macht ernst, glaub ich. Da blocke ich dich intern. Also ich muss natürlich erstmal die optische Analyse machen. Dieser Burger, von wem auch immer das ist, ich schwöre hoch und heilig auf alles, was meilig ist. Ich weiß nicht, wer welchen Burger gemacht hat. Erstmal ist der natürlich nicht ganz sauber gebraten. Das, was hier außen nicht ganz kross ist, das merkst du im Geschmack, ist natürlich nicht positiv, denn desto mehr Röstung, desto mehr ballert der Burger rein. So, bei dem Burger, der ist von Anfang an besser gebraten. Keine Ahnung, wir sind hier knallhart. Das heißt nicht, dass er zum Schluss besser schmeckt. Aber wir haben hier natürlich weniger Power dann.
Aufgabe war natürlich, was zu kochen, was nicht in der Karte drin ist. Dieser Burger, noch nie sowas gegessen. Noch kein Burger in meinen 4 Jahren YouTube gegessen, der irgendwie in diese Richtung geht. Hat einen leichten Touch von Ketchup, aber definitiv abgewandelt, vielleicht als Grundbasis verwendet. Und Röstung, muss ich sagen, vermisst man beim Geschmack nicht. Optik ist immer das eine. Ein Burger kannst du ja von einer Seite crossbraten, von der anderen Seite nicht, damit er saftig bleibt. Wilder Geschmack. Warum müssen wir uns eigentlich das anhören? Ist seine Show. Ist seine Show, ne? Ja, das ist eure Reaktion, die wir natürlich drin haben müssen. Also, dass man zu dem Burger noch gefühlten Umami-Charakter drin. Ich weiß nicht, ob das die karamellisierten Zwiebeln sind, in Verbindung mit dem gerösteten Fleisch. Super Feeling. Oh, der sieht schon gut aus. Ich würde es beinahe einen Paprika-Burger nennen. Die Jungs haben echt was gemacht, was ich noch nie gesehen habe. Der ist natürlich sehr durchgesapft unten. Am Anfang denkst du, da fehlt ein bisschen was, kommt auch kein Käse rein. Paprika sehr dominant und neu, weil ich habe noch nie einen Paprika-Burger gegessen. Da fehlt dir ein bisschen die Systematik im Burger, muss ich einfach so sagen. Sobald der Käse reinkommt, ballert der aber schon gut, also bockt der, auf Deutsch gesagt. Käse nochmal angeröstet, super geil. Wie so ein Käsebrötchen außen. Das hat er geil gemacht, wer auch immer. Oh Jungs, macht mir das nicht leid. Unentschieden akzeptieren wir auch. Nee, gibt's nicht. Dann kriegt ja auch dein Koch nichts, wenn er gewinnt. Mein Koch kriegt nachher erstmal in den Nacken, dass er bei der Pasta verloren hat. Aber hat er gut gemacht. Und auch bei allem Spaß, ne? Wir betteln uns ja gegenseitig immer, hauen ein paar Sprüche raus. Jeder weiß, ich war schon oft im Restaurant und es hat immer abgeliefert, ne? Außer der eine Burger einmal am Anfang war jetzt nicht so spitze. Einen Gurkensalat hat er drauf gemacht. Ich glaube, es geht los. Ihr seid verrückte Hunde. Wirklich. Schöne Pfeffernote. Das ist ein sehr gewagter Burger. Sehr geil. Mit den Gurken kickt super. Einfach mal was gemacht, gewagt und bockt. Gemacht, gewagt. Am Anfang muss er reinkommen. Aber dann hat er auch noch mal richtig Feuer gekriegt. Schmeckt auch nur das, was du siehst, ne? Okay. Im Schmecken, das, was man nicht sieht, bist du ja der Meister. Das wissen wir nicht erst der Kitchen Impossible. Also, ihr merkt, ich schling mir noch ein Biss nach dem anderen rein. Wollte ich gerade sagen, du isst gut. Also richtig scheiße kann beides nicht sein. Nee, die sind gut. Der ist schön am Limit, auch vom Salz. Und der ist auch sehr speziell. Ey, sogar eben gerade noch Weihnachtseinkäufe gemacht und jetzt ernsthaft, jetzt zitter ich gerade vor deiner Meinung. Das ist. Zitterst du gerade? Naja. Ein bisschen schon, ne? Ich reiß die Fresse mal ganz groß auf, ein großer. Ich hab's ihm hart gegeben in der Küche. Ich hab kurz meinen Koch abgezogen irgendwie. Obwohl, wenn ich jetzt verliere, kriegt er 500 von mir. Ich feier das, ich hau auch immer auf die Kacke. Selbst wenn ich weiß, ich verkacke, das muss, ist mir egal. Also, so gehe ich auch an jeden Wettbewerb ran. Ich möchte euch nicht lange zittern lassen jetzt. Beides gute Burger. Ja. Fangen wir mit dem hier an. Der war, wie gesagt, am Anfang ein bisschen nicht ausbalanciert. Du wusstest nicht, was du genau im Mund hast. Du hattest eine Masse im Mund. Paprika kam rein, aber es war irgendwie, wie gesagt, ein Burger muss ja auch von oben bis unten durchdacht sein, vom Biss. Nicht umsonst macht man entweder eine Gurke, Tomate oben oder unten, damit man eine Reihenfolge hat vom Biss. Der war ein bisschen undurchdacht gemacht. Der Burger, auf den nochmal, ohne jetzt erstmal zu sagen, was besser ist, gurkenheftig. Da hat alles gepasst bei dem Burger. Ich mache jetzt kein großes Tamtam. Gurken gepasst, Salz on point, alles on point, Umami-Charakter. 9,1 von mir, mega heftig. Der kriegt auch eine 8,5, aber der war schwächer. Du dumme Sau. War das deiner? Der war deiner? Leider eindeutig schwächer, das muss man dazu sagen. Muss man mal sagen. Ja. Auch da nehme ich mit Würde, weil wirklich klassischer Burger, klassischer Smash. Gurke, Tomate, Cocktailsoße, gut gebraten. Bei mir war ich ein bisschen raffinierter, weil ich dachte, wir machen mal eine Variation. In dem verlasse sicheres Terrain. Da ist Butter und Parmesankäse in Patty. Ah. Also da ist schon wahnsinnig smart gedacht im Aufbau, in dem Ganzen. Ja. Und bei der Paprika würde ich sogar dir widersprechen. Du siehst sie, du schmeckst sie kaum. Nee, die hat man doll geschmeckt, wirklich. Das war aber nicht schlecht. Das ist so ein bisschen das vom Grundding. Aber muss ich nehmen. Ja, hab's absolut richtig gesagt. Ich hab die sichere Bank gewählt. Ich hab verloren. Ich hatte eine Idee. Ich wollte einen Bulgogi-Burger machen vorher mit Rinderfiletstreifen drauf. Das Umami-Feeling, was ich gemerkt habe. Ja? Ja, und dann musste ich umdenken und hab gedacht, okay, wenn jetzt, was soll ich machen? Er sagt Smash Cheeseburger und dann gehen wir zurück zur Basic. Ne? Eigentlich das, was ich vorhatte. Ich wollte sehr basic machen und dann dachte ich, komm, mach's noch ein bisschen was theatermäßig. Eigentlich wollte ich wirklich nur Fleisch und Patty abliefern. Ja. Und da habe ich gemacht, ein bisschen Quäl. Krass, dass du die richtige Wahl. Die karamellisierten Zwiebeln auf meinem hast du? Keine 500 Euro. Ja.
Keine 500 Euro für meinen Koch da hinten. Ja, den haben wir jetzt gar nicht mehr aufgenommen. Keine 500 Euro. Ja. Komm mal ruhig dazu einmal, Martin. Komm mal ruhig dazu. Oh, verdammt, ey. Martin, der Chef hat dich richtig. Du hattest alle Chancen noch. Du hättest das gewonnen. Das komm mal hier nach vorne, Martin. Das tut mir sehr, sehr leid. Mein letztes Geld. Mein letztes Geld. Ich habe ja gesagt, wenn ich verliere, kriegst du 500. Alle guck mal, Digga. Der Tim Fuffi, der hat den abgezählt. Ja, geil, stark. Kannst du mir einen Fuffi leihen? Weil ich muss gleich noch mit dem Taxi fahren. Ja. Mein Glückwunsch, Martin. Ja? Einfach mal den Chef ins Rennen geschickt. Nein, er hat dich einfach zur Seite gepumpt, muss man einfach sagen. Ne? Der hebt sich gleich, der Martin. Der hebt sich gleich nach oben. So, könntest du jetzt aufstehen und bitte aber den Teil meines Körpers, der in dir steckt, also ich nehme die Niederlage an. Ich nehme sie wirklich an. Es gibt eine Sache, die ich bei mir richtig scheiße finde. Zu viel Fett. Zu viel Fett, ja. Das war einfach zu viel Fett. Und ich sehe das jetzt auch so, das ist ausgematscht. Irgendwie ansonsten geschmacklich, natürlich sehe ich mich weit vorne. Aber das liegt einfach daran, dass ich mich generell in allem vorne sehe, sobald ich auf kulinarisch-kulturelles ausgeprägtes Wissen treffe. Das ist eben gestörte Selbstwahrnehmung. Und der wäre ja alle also leiden. Steht dir aber auch Weise, steht mir hervorragend. Ja. Sehr fairer Wettkampf. Hast dich schnell drauf eingelassen. Hab mich gefreut. Das ganz toll. Und wenn du hier noch ein einziges Mal in diesen Laden reinkommst irgendwie und hier irgendeinen Burger, auch nur ansatzweise, der aus diesem Haus kommst, kritisierst, dann schlitze ich dich auf, hol deine raus und Dorfplatz und warte auf die dich dann von innen heraus und dir noch in die Augen. Eine Geste hätte ich für dich noch. Ja, und nächste Woche kommt dann erste Null-Punkte-Bewertung von Tim Melzer. Wie heißt denn eigentlich nochmal dieser Food-Influencer, der Ahnung hat? Wie war das nochmal? Ja, Tim, nur noch einmal Verabschiedung. Ich sag noch einmal Tschüss. Ja, hier Verabschiedung. Danke fürs dabei sein. Lasst einen Kommentar da unbedingt und einen Daumen oben knallen für die Action. Lass uns sperren, von ganz oben. Dann gehe ich zu Frau Instagram. Tim, du hast verkackt. Lass uns mal machen. Verkackt ist verkackt. Lügenpresse. Ciao zusammen.